Da gibt es ja auch ein Sprichwort für, wenn man keinen Lottoschein ausfüllt, dann kann man auch nicht im Lotto gewinnen. Grüßen. Erstmal zum Vorwort. Was heißt eigentlich bedingungslos? Ich meine, jetzt arbeiten noch viele Leute für Geld. Warum machen die das? Vom Grund her, ich sag mal so, weil das Schulsystem darauf ausgelegt ist, dass wir wieder unseren eigenen Interessen handeln. Und über die Dauer hält es uns im Stress, sodass wir uns eigentlich gar keine richtigen Gedanken machen können, was denn wirklich unser Ding ist. Ja? Und dann finden wir uns irgendwann in einem Job wieder, der uns in keinstem Maße erfüllt und teilweise sogar quält. Die Lösung dafür wäre, wenn es ein Schulsystem gäbe, das unsere Interessen und Fähigkeiten erkennt und fördert. Und dann würden wir im Endeffekt jeden Tag tun, was uns wirklich erfüllt und müssten demnach keine Gegenleistung in Form von Geld mehr verlangen. Neue Bezahlung wäre dann Dankbarkeit. Dafür, dass jemand was für uns erledigt. Und hiermit teste ich jetzt mal meine Manifestationskraft. Ich bin momentan ein bisschen eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Aber man muss ja trotzdem was für sein Glück tun. Und da gibt es ja auch ein Sprichwort für, wenn man keinen Lottoschein ausfüllt, dann kann man auch nicht im Lotto gewinnen. Naja, auch so meine Situation momentan. Ich habe keinerlei Rücklagen und in 2 Wochen wird mein Kredit gekündigt. Ich habe auch keine Arbeit. Aber es ist mir auch klar, dass das Ganze jetzt nicht in 2 Wochen über die Bühne läuft. Aber ich habe das Vertrauen, dass es rechtzeitig über die Bühne laufen wird. Und es geht mir auch gar nicht um Mitleid zu erregen, sondern insgesamt mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Und das ist ein Projekt, an dem du teilhaben kannst und zeigen kannst, dass es möglich ist. Zudem habe ich auch noch ein Problem, dass ich nicht gern Hilfe annehme. Aber das muss ich auch lernen. Probiere ich hiermit. Und ich schäme mich da auch nicht dafür. Ich meine, 1 Euro ist nicht viel für einen Einzelnen. Aber wenn 1 Million Leute 1 Euro spenden würden, da hätte der eine Einzelne 1 Million. Bisschen hoch angesetzt vielleicht, aber mal gucken, was möglich ist. Zudem wünsche ich jedem so oder so das Beste unabhängig von der Spende, weil das hat einfach jeder verdient. Und ich bin zudem auch überzeugt, dass jedem, der spendet, in irgendeiner Form auch was Gutes passieren wird. Weil das beruht nämlich auf dem Prinzip der Kausalität und die ist immer gültig. Dann habe ich mir noch überlegt, sollten 888.888,88 € zusammenkommen, suche ich mir willkürlich einen der Spender und spende dem dann 88.888,88 €. Somit werden dann schon 2 Leute glücklich gemacht. Ich bin mal gespannt, wer gönnt. Ja, der PayPal-Link, der ist in der Beschreibung. Und so als Richtwert setze ich jetzt mal 1,11 Euro, 88 Cent oder 77 Cent an, das hat seine Gründe. Und falls kein PayPal vorhanden ist, habe ich dann Link reingepackt, wie man sich anmelden kann. Es geht natürlich auch Bitcoin oder Ether oder eventuell packe ich auch noch meine Bankverbindung mit rein. Und jetzt geht es halt nur um dich. Bist du bereit, bedingungslos zu geben? Und ich bin auch nicht der Typ, der teilen, liken, abonnieren als Muss sieht. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis, aber ich erwähne es hier mal, weil es hier auch ziemlich Sinn macht. Und schreibt da mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin mal gespannt auf das Wunder. God bless you. Ja, ein YouTuber mit 50 Abonnenten startet so einen Aufruf jetzt. 54.
scheinbar unmöglich, aber man kann das Unmögliche ja möglich machen. Probieren wir es. Wenn das klappt, dann ist scheinbar alles möglich. Und ich habe meinen Glauben wieder an die Menschheit gewonnen. Dann brauchst du noch mal Gönner.